Komm. Ich habe einen guten Ort zum Beobachten gefunden. Wir müssen nur da hochklettern. Jetzt hier lang. Das Glück lächelt uns zu. Niemand scheint hier zu sein. Bist du sicher? Nicht so böse. Ein schöner Ausblick auf die Stadt. Wenn er denn schön wäre. Hast du Night City so sehr? Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Weiter. Du suchst nach Schwachstellen, während ich mir eine Ablenkung ausdenke. Arasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Links solltest du die beste Aussicht haben. Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wollen wir anfangen? Könntest du uns noch eine Pizza holen? Essen zum Mitnehmen? Puh, auf keinen Fall. Hätte ich genug Zeit und alle Zutaten, würde ich Onigiri mit Dorsch oder Lachs zubereiten. Nee, Fisch möchte ich nicht. Nein, oh, was ist das denn da unten, Süßes? Mit Umeboshi-Pflaumen. Arasaka-samas Leibspeise. Einfach und lecker. Und weißt du, was ich ihm mal kauen gesehen habe? Voller Stolz. Einen Proteinriegel. Saburo Arasaka und ein Proteinriegel? Laber nicht. Wie ein wahrer Soldat. Aber genug, sonst bekommen wir noch Hunger. Hab ich schon. Kann losgehen. Ein Betriebstunnel, dort an der Straße. Führt vielleicht zu den Lagerhäusern. Entweder fluchen sie oder hauen Weisheiten raus. Ein schöner Ausblick, wenn er denn schön... Antenne, ja? Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Perfekt für Sabotage. Fußgängerbrücke, allerdings bewacht. Nur eine Option, wenn wir keinen anderen Weg finden. Rohre, siehst du? Wow. Über die könnten wir hereinkommen. Rohre. Nicht übel, wie? Tarngeschütze, beim Tor. Sehr tödlich. Das wäre der letzte Ausweg. Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Trafo an der Wand. Siehst du ihn? Ein gutes Podest. Wir fahren ständig Laster rein. Und wir klauen einen? Okay, was soll ich denn jetzt hier noch scannen? Ich kann noch weiter scannen. Aber was?
müssen auf den Mech achten. Auf was? Glaub, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Kompiki-Presser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem. Wie? Ach, Johnny. Was? Hey, wir haben Pizza. Keine plötzlichen Bewegungen. Eine Katze. Siehst du sie? Die Katze. Schönes Tierchen. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Ich möchte sie mitnehmen. Vielleicht ist es eine Bakeneko. Eine Bakeneko? Was ist das? Ein Katzengeist. Bringt Unglück. Aber er kann auch Tote ins Leben zurückholen. Glaubst du an Geister? Der Relic lässt dich mit den Toten sprechen, oder? Es ist keine Glaubensfrage mehr. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bakeneko. Die Katze hat einen Namen? Bin ich mir nicht so sicher. Bis jetzt haben wir noch keinen Namen über der Katze gesehen. Und bei mir wird diese Katze auch nicht sterben, wenn sie nicht sterben muss, weil es geskriptet ist. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen und... Egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Wie war es, in Chiba 11 aufzuwachsen? Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Mit Lastern, sagst du? Ja, gepanzert und bewaffnet. Chiba 11 hatte die höchste Mordrate Japans. Bestimmt heute noch. Wofür brauchten die Kinder? Als Konzernsoldaten. Als sie mich auswählten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Und wie ist aus dem Latrinenjungen von einst Saburo Arasakas Bodyguard geworden? Bestnoten an der Akademie, Dienst im Sonderkommando und Arasaka-samas Gespür für wahres Talent. Soll heißen, es war nicht Liebe auf den ersten Blick? Mit unvollständigem Wissen die richtigen Entscheidungen treffen. So wird man der mächtigste Mensch der Welt. Er hat die Wahl aus 100 Kandidaten. Arasaka-sama hat in jede einzelne Seele geschaut und den Besten für den Job ausgewählt. Und alles, was du tun musstest, war Saburos Feinde umbringen. Das klingt, als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen. Ich verurteile dich nicht. Oh doch. Du sträubst dich gegen Konzerne, ihre Ordnung, ihre ganze Welt. Nur hast auch du keine sinnvolle Alternative. Sieh dich um. Hier hast du sie. Deine Konzernwelt in all ihrer Pracht. Du zeigst mir dreckige Straßen, als wäre nichts anderes möglich.
Was ist mit den Millionen, die für Arasaka arbeiten und Stabilität und Sicherheit haben? Und die Chiba-Elf-Slum-Ratten? Die kratzen bis heute ihr Skop aus Dosen. Dank der Konzerne. Wir können nicht allen helfen. Das bringt nichts. Lass uns das Thema wechseln. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Es ist nie zu spät, was zu ändern. Wie sagt ihr so schön? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Besser hätte ich's nicht ausdrücken können. Es gibt etwas, das du wissen solltest. Etwas über Mr. Wells. Über Jackie? Was denn? Während ich dich suchte, waren andere hinter ihm her, nahmen seine Leiche mit. Und warum das Ganze? Nur damit seine Mutter ihn nicht begraben kann? Arasaka hatte eine Methode, Informationen aus Toten herauszuholen. Was redest du denn da? Frag nicht nach Details. Ich verstehe es selbst kaum. Aber sie nutzen den Soulkiller dafür. Sie können ein Engramm aus Wells Körper holen. Beschädigt, unvollständig, aber ein Engramm. Hurensöhne. Da. Jackies Psyche. Wo bewahren sie sie auf? Das weiß ich nicht. Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Die Umstände sind jetzt anders. Die Bakeneko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Hat sie es weg. Zeit, etwas zu unternehmen, oder? Fuck, es wird schlimmer. Du siehst besser aus. Katze, wo bist du? Hat Takemura uns gerade eine SMS geschickt, während wir beieinander saßen? Lass mich doch vorbei. Okay, ich weiß aber nicht, ob ich die Mission jetzt noch machen möchte. Ich glaube, die Mission wird groß und anstrengend. Und ich glaube, ich bin zu unkonzentriert schon für die Mission. Die heben wir uns lieber mal fürs nächste Mal auf. Und wir machen jetzt, weiß nicht, wollen wir mal so ein Straßenrennen probieren? Ich bleibe in Verbindung. Ablenkung. Darum kümmere ich mich. Klaue den Laster? Welchen Laster? Den hier? Nee.
Okay. Die Takemura-Mission machen wir beim nächsten Mal weiter. Mach's gut, Hoka. Schönen Abend noch. Wir wählen mal die Mission aus. Und gehen mal zu einem Ripper-Dog. Das wollte ich nämlich, glaube ich, erst machen. Guck mal, was die vielleicht... Gut, da will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt lang. Wir gucken mal, was es vielleicht beim Ripper-Dog so schön ist. Navi in dem Spiel clever oder nicht so? Zeigt es mir auch gleich mal eine neue Route? Bei dem Ripper-Dog waren wir auch noch gar nicht, oder? Oh. Und wir könnten den Vorder noch schnell verkaufen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Falls ich was zum Verkaufen habe. Weiß gerade nicht. Okay, war jetzt nicht so viel, obwohl wir haben knapp 10.000 Eddies bekommen dafür jetzt. Okay, Ripper Dog, was hast du Schönes für uns? Hier gibt es bestimmt Loot in diesem schäbigen... Hinterhof, wollte ich sagen. Okay, Claire hat sich übrigens gemeldet. Wir wissen jetzt, wo das Rennen stattfindet. Ivy, habt ihr Koordinaten für unser erstes Rennen? Wir qualmen den Konzern schön ihre Gärten zu. Zuerst in Vista del Rey, damit sie das gar nicht ignorieren können. Dann gehen wir den braven Bürgern von The Glen auf den Sack, machen heftig Krach am Corpo Plaza und zum Schluss geht es zu den Docks in Wellsprings. Wir treffen uns an der Startlinie Martin Luther King Boulevard Ecke Skyline East. Melde dich, wenn du da bist. Ich muss einfach gucken, Chat.
Ich wollte gerade sagen, hier regnet es durch die Decke, aber... Ich weiß nicht. Das Wetter ist einfach nicht. Ja, ich weiß. Jeder weiß. Ich weiß. Aber es fühlt sich so falsch an, ein Stück von sich rausschneiden zu lassen. Bin ich der Einzige, der das komisch findet? Das Auge rauszureißen und ein Stück Metall reinzuschneiden? Hey, wie kann ich dir helfen? Vielleicht bin ich bescheuert. Vielleicht ist die Welt bescheuert. Ja, was hast denn du so im Angebot? Du siehst jung aus für einen Rapper, Doc. Ist das ein Problem? Kommt drauf an. Wenn du genug Erfahrung hast, dann nicht. Habe 10 Jahre bei Moore Technologies im Labor gearbeitet, wenn dich das beruhigt. Und warum hast du bei Moore Tech aufgehört? Die bezahlen ihre Ingenieure doch bestimmt fett. Hab viel verdient, ja. Aber nicht viel geschlafen. Wie du vielleicht weißt, ist Moore auf Tiefengewebeintegration spezialisiert. Titanschädel, neue Wirbelsäulen. Ist schwierige Arbeit. Es kostet Zeit, bis ein neues Implantat brauchbar und verlässlich ist. Zeit und Leben. Wer genau hat hier gerade im Hintergrund gegähnt? Der von draußen? Ich brauche neues Chrom. Gerne. Mach's dir bequem. Geh gleich los. Plus 40 Panzerung wäre schon nice. Ich habe keine Kapazitäten. Ist. Noch mal ein bisschen Panzerung. Verbessern oder Neues kaufen? Gibt Gegner in Deckung hervor, finde ich ziemlich nice. Neuer Quick Hack Slot. Also mal überhitzen, Kategorie 2. Überhitzen, Kategorie 1. Das ist Cyberwehrstörung.
Okay, wir haben neue Quick Hacks. Oh, warte. Okay. Wandgranate. Ist eigentlich viel besser. Splittergranate. Okay. Ich würde sagen, wir gehen eine Runde Autorennen fahren. Hä, ist es schon markiert? Hä? Muss ich jetzt die Straße selber finden, die sie genannt hat?